Ich habe zu danken. Meinen Vorstandskameraden und Schagen, die besondere Verantwortung tragen, allen Mitgliedern, ob alt oder jung, die in treuer Pflichterfüllung der Gemeinschaft dienen, allen Förderern, die uns finanziell unterstützen, der Stadtvertretung, der Verwaltung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, befreundeten Organisationen, Verbänden, der Polizei, dem Technischen Hilfswerk, dem Roten Kreuz und nicht zuletzt allen benachbarten Wehren der Berufsfeuerwehr Bremerhaven für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Verlässlichkeit bei gefährlichen Einsätzen. Mein Dank gilt auch allen Wehren und Vereinen von hier, aus der Nachbarschaft und von fern, die mit uns feiern wollen und uns dadurch in die richtige Stimmung versetzen, ebenso allen offiziellen Repräsentanten der Parteien, Kommune, Kirche, Wirtschaft und überhaupt allen Menschen, die hier sind, sich mit uns verbunden fühlen und unserem Fest Bedeutung geben. Einen speziellen Dank, liebe Kameraden, sage ich unseren Frauen, die für unseren Dienst immer Verständnis und somit auch Anteil an unserer Ausbildung und Leistung haben. Diesen Dank folgt ein schlichtes Versprechen. Wir werden weiterhin Gesundheit und Leben aller Bürger, ihr Hab und Gut schützen und erhalten helfen, bergen und retten, soweit es in unserer Macht steht. Damit wir dieses Versprechen halten können, appelliere ich an die Jugend, aktiv mit uns mitzusammenarbeiten, an alle aktiven Kameraden weiterhin in treuer Feuerwehrkameradschaft zusammenzustehen, an alle Mitbürger, die Macht, Einfluss und Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, dies auch zu tun. Anlässlich dieser heutigen Jubiläumsveranstaltung möchte ich Ihnen die herzlichen Grüße des Magistrats der Seestadt Bremerhaven und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, auch der Berufsfeuerwehr Bremerhaven überbringen und kann Ihnen versichern, dass uns die Bedeutung und die Wichtigkeit der Existenz unserer freiwilligen Wehren stets bewusst ist. Die Freiwillige Feuerwehr Wedewarden kann stolz auf das sein, was sie in den letzten Jahren geleistet hat. Eine solche Leistungsbereitschaft im Dienste der Bevölkerung ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns heutzutage leider daran gewöhnt, in allen Lebenslagen den umfassenden Einsatz öffentlicher Institutionen zu erwarten. Dabei wird oft übersehen, dass viele Aufgaben ohne ehrenamtliche Hilfe nicht erfüllt werden können. Umso höher ist das Engagement von Feuerwehrleuten zu bewerten, die für die Allgemeinheit nicht nur die Freizeit opfern, sondern sogar ihre Gesundheit, womöglich auch ihr Leben aufs Spiel setzen. Freiwillige Feuerwehren sind Bürgerinitiativen, deren Mitglieder von Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und Hilfsbereitschaft geprägt sind. Im Stadtteil Wedewarden, der am äußersten Rand des Stadtgebietes und außerhalb der Hilfsfristen der Berufsfeuerwehr liegt, wird dieser Grundschutz in der Menschenrettung, Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung von der Freiwilligen Feuerwehr Wedewarden seit nunmehr 75 Jahren ehrenamtlich geleistet. Darüber hinaus war sie auch immer die schnelle Eingreifreserve für größere Einsätze im Stadtgebiet. Neben diesen öffentlichen Aufgaben trägt die Freiwillige Feuerwehr zum gesellschaftlichen Leben im Stadtteil Wedewarden erheblich bei. Leider müssen wir feststellen, dass aus dem 550 Einwohner zählenden Stadtteil unsere Sollzahl von 30 Mitgliedern nicht mehr zu rekrutieren ist. Viele Neubürger in Wedewarden stellen sich nicht der Aufgabe oder betrachten dies als Aufgabe des Staates. Die Sorge um den Nachwuchs war es, die dann 1999 dazu führte, dass auf Initiative der Freiwilligen Feuerwehr Wedewarden eine Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Unter der Leitung des Jugendfeuerwehrrats Markus Barkhorn und einem kleinen Team wird zusätzliche Jugendarbeit in vorbildlicher Weise hier in dem Stadtteil geleistet. Die zentrale Aufgabe der Verantwortlichkeit gegenüber der Stadtgemeinde und für die ständige Einsatzbereitschaft der Wehr liegt bei Herrn Heinz-Jürgen Müller, der die Aufgabe als Wehrführer seit 1988 nun in der dritten Wahlperiode wahrnimmt und seit dem vergangenen Jahr auch noch die Aufgabe als Bereitschaftsführer für die drei freiwilligen Feuerwehren in Lehe, in Wulsdorf und hier in Wedewarden übernommen hat. Ich möchte hier an dieser Stelle Herrn Müller meinen besonderen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen. Ja, sehr verehrter Herr Müller, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Wedewarden, man hat mir viele schlaue Sätze aufgeschrieben, da ich aber schon die Unhöflichkeit hatte, zu spät zu kommen, möchte ich darauf verzichten, Ihnen das vorzutragen, was die schlauen Beamten aus meinem Hause mir alles für Glückwünsche für Sie hier heute mitgegeben haben. Ich möchte Ihnen ganz herzlich die
Glückwünsche des Senats der Freien Hansestadt Bremen der Landesregierung überbringen zu ihrem Jubiläum, das sie heute feiern. Wir sind stolz auf die Freiwilligen Feuerwehren, aber insbesondere auch auf die dienstälteste Freiwillige Feuerwehr in Bremerhaven, nämlich auf ihre Einheit hier. Wir sind deswegen stolz darauf, weil sie das, was sie machen, im Wesentlichen ehrenamtlich machen. Und sie machen das zu einer Zeit, wo andere mit ihren Familien, mit ihren Kindern oder mit ihren Freunden zusammen sind. Diese Zeiten stellen sie in den Dienst der Einheit, in den gemeinsamen Dienst. Und ich denke, das ist Anerkennung wert und das ist Lob wert. Für jede Stunde, die da geleistet wird, ist es eine Stunde Arbeit für das Gemeinwohl. Und in Zeiten, wo Jugendliche immer mehr ins bezahlte Fitnessstudio, denn in Vereine gehen, denke ich, ist es auch ein gutes Zeichen, dass sie mit ihrer Jugendfeuerwehr sehr aktiv sind, weil auch das Gemeinschaftssinn fördert schon in jungen Jahren. Wir freuen uns über das, was sie hier leisten. Wir freuen uns über das, was sie geleistet haben und hoffen, dass ihre Arbeit genauso erfolgreich weitergeht wie bisher. Gemessen an ihren Vorgängern haben sie ja noch nicht ganz die Mindestdienstzeit erreicht. Ich gehe davon aus, dass sie so lange aushalten wie der erste Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. Der hat es nämlich auf 25 Jahre gebracht. Sie haben noch einige Jahre vor sich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zu dem gemeinsamen Erfolg der Freiwilligen Feuerwehr und zu diesem ehrenamtlichen Engagement beigetragen haben. Ich will Ihre Feier nicht länger aufhalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein zünftiges Fest. Vielen Dank. Zeigt, was man hat. Unter diesem Motto stand dann auch die große Geräteschau vor dem Gerätehaus in der Morgensternstraße und die zahlreichen Besucher konnten sich ein Bild der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr machen. Natürlich stand die Technik im Vordergrund, aber so manch ein Besucher ließ sich mit der Drehleiter der Berufsfeuerwehr in schwindelerregende 35 Meter Höhe befördern, um hier einen Blick auf den Ortskern von Weddewaden und darüber hinaus zu werfen. Die Schutzpolizei war ebenso mit einem Fahrradkodierstand vertreten wie zahlreiche Bürger, die mit einem kleinen Flohmarkt zwei ereignisreiche Tage des Jubiläums bereicherten.